Ja, das Geld haben wir jetzt auch noch. Es ist Zahltag. Und entschuldige, Mentor, dass ich dich schon wieder korrigieren muss, aber ich glaube, du meinst Aasgeier-Tag. Du. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Mehr Gold, jetzt kriegen wir die Dinger. Na ja, gut. Also viel ist das hier nicht. Das haben wir ohne größere Mühen ruckzuck erobert. Ein Goblin wurde unglücklich, weil er keinen Blitz zum Schlafen hat. Kein Blitz zum Schlafen, ja, das glaube ich würde auch ein bisschen wehtun, oder meinst du nicht? Ich frage mich sowieso, was will ich mit Goblins? Die Gegenstände. Tja, also ich glaube, dass weitere Versuche, irgendwas zu entdecken, sinnlos sind. Hier kommen wir gar nicht erst hin. Ich grab mich jetzt nur noch mal schnell hier rein. Und wenn dann da nichts ist, machen wir hier Feierabend. Schön auf den Zauberer, auf die Skelette aufpassen. Ach, das ist scheiße, falscher Zauber. Hier hängt ein Skelett fest. Gut, wir haben aber wieder mal gewonnen. Kein Skelett verloren. Okay, wieder erwarten. Ein Troll hat euren Dungeon verlassen. Ja, ja, das ist alles Verräterpack. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Oh, der macht mich aggressiv. Dann geh in den verfickten Schlafraum und bau dir ein Bett! Bausch halt nochmal einen Schlafsaal, bitteschön. Mein Gott. So. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach mal spaßhalber noch einen Kerker bauen. Ein Wächter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein Wächter wurde unglücklich, weil er mir zu lange nicht auf den Sack gegangen ist. So. Wieder 5 Skelette mehr. Sind eigentlich die neuen Gegenstände, wieder Geld und Mana. Alles Krempel, den wir nicht wirklich brauchen. Euer Schlafsaal ist zu klein. Ich baue doch schon einen neuen. Mensch, Leute. Okay, das ist auch nochmal so eine Problematik. Die eiserne Jungfrau foltert nicht nur andere, sie foltert auch sich selbst. Ja. Ich
Hier sind lauter Sachen fertig. Oh, Wächter. Ein Ritter wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ganz viele Wächter. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Da bauen wir mal ganz viele Wächterfallen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So. Wäre doch gelacht, wenn wir da die Herrschaften nicht in den Griff bekommen. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Wir sind doch schon fertig. Hat zwar Gold ohne Ende gekostet, aber wir haben es ja. Das ist auch nochmal so ein kleiner Vorteil. Noch ein größerer Vorteil wäre es, wenn die Imps sich mal so langsam teleportieren könnten. Ansonsten sehe ich mich fast gezwungen, hier oben eine Schatzkammer zu bauen. Das ich aber nur ungern machen würde, weil... Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Wenn die da unten leer sind, dann würden die Monster bis hier hochlaufen und werden dann wieder unglücklich. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ja, gut. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Die Verteidigungsanlagen von Schloss Eisenhelm sind so gut wie gefallen. Passt auf, denn schon bald wird der Feigling versuchen zu fliehen. Ihr habt noch 10 Minuten Zeit. Tja, warten wir jetzt die 10 Minuten oder warten wir nicht? Ich würde euch gerne entscheiden lassen, aber leider ist das keine Live-Show. Nee. Ist zwar schade um die schönen Aufbauten, aber... Ich würde sagen, wir greifen an. So wird es dann natürlich nix. Upsala. In der Hühnerfarm wollte ich die Leute absetzen. Hier machen wir die Ports zu, damit die Jungfrau auch ja nicht auf dumme Gedanken kommt. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ach ja. Die Trolle von heute. Okay, auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist mir schon mal aufgefallen. Wie dem auch immer sei. Ich würde gerne... Geht das jetzt nicht, oder was? Doch. Auf. Das Problem ist, dass wir noch nicht zum Angriff blasen können. Aber jetzt geht's los. Oh.
Gut. Damit hätten wir das also auch geklärt. Es ist Zahltag. Tada! Alarmfallen melden jeden Eindringling. Sind schnell, Keeper. Ihr habt Ritter Eisenhelm keine echte Chance zum Entkommen gegeben. Schnell und entschlossen. Ihr könntet der Auserwählte sein. Oh ja, das könntet ihr sein. Na, das hoffe ich doch. War auch soweit eine ganz amüsante Mission. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich aktiv angegriffen habe. Aber ich glaube, ihr werdet mir auch sonst in Scharen davon gerannt, wenn ich da jetzt die 10 Minuten abgesessen hätte. Mal abgesehen davon, dass der keine wirkliche Chance mehr hatte, zum Ende hin. Wir haben nur 6 von 11 Spezialobjekte gefunden. Das ist natürlich enorm enttäuschend. Da hätten wir vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr graben können. Da wären ja auch noch nicht fertig. Gut, macht aber auch nichts. Ja. Level gewonnen. Ja, haben wir abgelaufene Zeit, fast exakt 50 Minuten. Gegnerische Geschöpfe nach wie vor 0, dafür 16 Helden vernichtet, obwohl mir das gerade ehrlich gesagt ziemlich wenig vorkommt. Vielleicht werden die zu Skeletten transferierten nicht gezählt. Hatte ich die Überlegung schon mal? Ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Räume erobert haben wir ganze 10. Land in Besitz sind 1822 Felder, das war aber auch eine riesen Karte, also der Wahnsinn. Und dann nur so ein kleines gegnerisches Gebiet zum Thema Festung. Gold abgebaut haben wir 262.000. Hätte ich jetzt auch fast mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ne? Obwohl, Mana gespeichert. Naja, gut, ich glaube, sowas kann, das kann man ignorieren, die Zahl. Gegenstände hergestellt haben wir 31. Geschöpfe befehligt ganze 58. Bekehrt wurden nur 4. Ja, stimmt. 2 Ritter. Ja, doch, kommt hin. Geschöpfstufe trainiert 3,68. Versuche auf Level haben wir 1. So viel also zu einer sehr zufriedenstellenden Runde. Und ja, wie gesagt, was mit der anderen, mit der Alternativmission passiert, das schaue ich dann mal. Ob ich die jetzt direkt im Anschluss spielen kann oder ob ich dafür die Kampagne neu machen muss. In letzterem Fall werde ich das erst nach Abschluss des Projektes machen. Und ich kann eine Sache vorweg sagen, es wird noch einmal eine Entscheidung kommen und insofern schauen wir dann einfach mal, was geht, wie es geht, etc. pp. Ich will halt nicht zweimal, sag ich mal, von vorne anfangen. Wenn es jetzt die einzige wäre, würde ich nichts sagen, dann würde ich halt schnell die paar Missionen nochmal machen. Aber da so etwas nochmal kommt und ich euch auch nicht allzu lange warten lassen will, das ist ja im Moment sowieso wieder so eine Sache, aber mein Zeitfenster gibt halt leider nicht viel mehr her. Deswegen machen wir jetzt erstmal so weiter. Sollte ich die Mission direkt im Anschluss machen können, werde ich das machen. Ansonsten folgen die Zweitmissionen als Extras nach Abschluss des Projektes. Für heute verabschiede ich mich jetzt allerdings dann erst einmal von der Belagerungsvariante oder der Hinterhaltsvariante von Süßwassertal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin, ciao.